Hey, willkommen zu einem neuen Video. Manche Leute nennen es schon einen Glückstag, wenn sie etwas Geld auf der Straße finden. Aber es gibt einige Menschen, die mehr Glück haben als andere. Heute zeige ich euch 15 Menschen, die 100% Glück hatten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 15. Wenn man Surfer fragt, was der aufregendste Ort ist, um Monsterwellen zu finden, würden sie wahrscheinlich den Strand Praia do Norte in Portugal nennen. Der brasilianische Surfer Lucas Chianca kann das bestätigen, denn er hatte eine Begegnung mit nicht einer, sondern gleich zwei Monsterwellen, die ihn komplett hätten auslöschen können. Aber zum Glück für ihn kam sein Teamkollege mit einem Jetski gerade noch rechtzeitig, bevor die zweite Riesenwelle kam. Mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h zog ihn sein Teamkollege mit und beide schafften es, die Riesenwelle zu überleben. Nummer 14. Gleitschirmfliegen an sich ist für die meisten Menschen eine beängstigende Aktivität, aber ein russischer Gleitschirmflieger namens Wladimir Zarkov hatte eine Kollision mit einem Geier in ziemlicher Höhe. Er war beim Fallschirmspringen im Himalaya und sah mehrere Geier auf sich zufliegen. Einer der Vögel verhedderte sich in seinem Fallschirm, aber zum Glück hatte er einen Ersatzschirm. Er schaffte es schließlich sicher im Wald zu landen und befreite dann den Geier, der zum Glück wieder wegfliegen konnte. Nummer 13. Die folgende Familie war im Safari-Park in Südafrika und beobachtete vom Auto aus wilde Tiere. Ihr werdet nicht glauben, was dann passierte. Wie wir sehen können, läuft ein Löwe heran und schafft es, die Autotür zu öffnen, um Hallo zu sagen. Alle im Auto waren schockiert und hatten keine Ahnung, dass ein Löwe so etwas tun könnte. Glücklicherweise schafften sie es, die Tür rechtzeitig zu schließen. Ich denke, sie haben zumindest ihre Lektion für das nächste Mal gelernt. Nummer 12. In den folgenden Videoaufnahmen einer Sicherheitskamera sehen wir eine Frau, die den Aufzug betritt. Sie hat jedoch noch nicht bemerkt, dass ihr Hund, ein Pomeranian, es nicht in den Aufzug geschafft hat. Der arme Hund war an der Leine, aber zum Glück war da ihr Nachbar namens Johnny, der das sah und schnell zu handeln wusste. Nach eigener Aussage hatte er zwar einige Schwierigkeiten, den Hund von der Leine zu lösen, aber am Ende gelang es ihm, den kleinen Hund zu retten. Nummer 11. Diese Zwillingsbrüder, Sebastian und Philipp, standen sich während des Rubik's Cube World Cups von Red Bull in Moskau gegenüber. Das Duell war intensiv, aber Philipp gewann am Ende mit nur 0,1 Millisekunden Vorsprung. Der Unterschied war so gering, dass sich der andere Bruder darüber ziemlich ärgerte. Immerhin lieben es die Zwillinge, sich auf höchstem Niveau miteinander zu messen. Man könnte also sagen, dass der eine ein wenig mehr Glück hatte, um 0,1 Millisekunden zu gewinnen. Nummer 10. Diese nächste Gruppe von Passagieren war auf Whale-Spotting in Gustavus, Alaska, als sie mehrere Wale in der Ferne schwimmen sahen. Alle waren auf das Tier konzentriert, als plötzlich wie aus dem Nichts ein Buckelwal direkt neben ihrem Boot aus dem Wasser sprang. Die Leute an Bord konnten nicht glauben, dass der Wal nur wenige Zentimeter neben das Boot sprang. Allen ging es zum Glück gut, aber einige Leute an Bord wurden nass. Nummer 9. Apropos Glück, die folgende Geschichte stammt von einem Mädchen namens Samantha Futherman, die es geschafft hat, ihre Zwillingsschwester auf YouTube wiederzufinden. Keiner der beiden wusste überhaupt, dass sie eine Zwillingsschwester haben, da sie bei der Geburt adoptiert wurden. Aber durch ein YouTube-Video, das Samantha zeigte, stieß Anais auf sie und erkannte, dass das Mädchen genauso aussah wie sie. Nachdem sie etwas recherchiert hatte, fand sie heraus, dass auch sie am gleichen Tag wie sie in Südkorea geboren wurde. Nur Samantha wurde von einem Paar in New Jersey adoptiert, während die andere nach Paris gebracht wurde. Nummer 8. Ein 25-jähriger Jäger aus Texas war mit seinen Freunden unterwegs, um eine Werbeaktion für sein neues Buch mit dem Titel The Real Wind zu filmen, als etwas sehr Unerwartetes passierte. Die Kamera lief, als ein Wachtelvogel auf ihn zuflog und er ihn mit seinen bloßen Händen fing. Als dies geschah, jubelten seine Freunde und konnten nicht glauben, was gerade passiert war. Einige Leute sagen, dass es 100% Glück war, während andere sagen, dass der Vogel trainiert wurde oder der Vogel später mit CGI hinzugefügt wurde. Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Wer sagt, dass Pizza nur zum Essen da ist? Für Tetsuya Kikuchi, einen japanischen Profi-Frisbee-Spieler, ist Pizza auch dazu da, in den Ofen des Nachbarn geworfen zu werden. Er schaffte es, eine Pizza etwa 20 Meter weit in einen kleinen Raum zu werfen, in dem sich ein Ofen befand. Dafür hatte er 3 Minuten Zeit und nach ein paar Versuchen hatte er es geschafft, die Pizza in den Ofen zu werfen. Eine ziemliche Leistung, wenn ihr mich fragt, dies mit einer Pizza zu tun. Nummer 6. In diesem Video taucht ein Mann namens Sam mit einem Speer ins Wasser und es scheint sein Glückstag zu sein, denn er schafft es, gleich 2 Fische zu fangen. Ob er ein professioneller Speerfischer ist
Oder ob er die Fische durch pures Glück gefangen hat, weiß ich leider nicht. Bevor er ins Wasser tauchte, machte er noch eine Aquaman-ähnliche Pose. Sein Freund, der den Moment filmte, war sehr überrascht, als Sam seinen großen Fang zeigte. Wie groß sind schließlich die Chancen, zwei Fische gleichzeitig mit einem Speer zu fangen? Hoffentlich konnten sie den Fisch grillen und sich einen schönen Abend machen. Nummer 5. Während ein Mann eine Dokumentation drehte, tauchte plötzlich eine berühmte Person im Hintergrund auf. Es war kein anderer als George Lucas, der Filmregisseur und Schöpfer der Star Wars Filme. Das Lustige daran war, dass George in die Kamera schaute, bevor er das Hotel betrat. Wahrscheinlich hat der Kameramann auch nicht bemerkt, dass gerade eine berühmte Person vorbeigelaufen ist. Auf jeden Fall konnten es beide nicht glauben, als sie sich das Videomaterial dann ansahen. Nummer 4. Angelica Bengtsson ist die aktuelle schwedische Landesrekordhalterin im Stabhochsprung, nachdem sie 2019 einen Sprung von 4,81 Metern geschafft hat. Es war eine Kombination aus Können und jahrelangem Training, mit ein bisschen Glück. Denn bei ihrem ersten Versuch brach ihr der Stab, also bekam sie eine weitere Chance. Allerdings musste sie sich einen anderen Stab von ihrer französischen Konkurrentin ausleihen und es schien, als wäre es heute ihr Glückstag. Denn bei ihrem letzten Versuch sprang sie einen Zentimeter höher als ihre Konkurrentinnen und gewann damit den Wettbewerb. Nummer 3. In dem folgenden Video waren eine Frau und ihre Freundin auf einer Wanderung im Chipinki Ecological Park in Mexiko, als sich plötzlich ein Bär von hinten an sie heranschlicht. Anstatt in Panik zu geraten, blieb sie ruhig und still. Der Bär schnüffelte nur an ihrem Haar. Die Frau war sogar sehr mutig, gleichzeitig ein Selfie mit dem Bären zu machen. Sie wollte diesen besonderen Moment wohl nicht verstreichen lassen. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich versuchen wegzulaufen, wenn sie einen Bären sehen, aber es ist besser, das nicht zu tun, denn Bären sind viel schneller als wir. Nummer 2. Stellt euch vor, ihr vertraut einer Rüstung und springt zuversichtlich über eine 152 Meter hohe Brücke, nur um später herauszufinden, dass genau das, worauf ihr vertraut habt, sich gelöst hat. Dieser chinesische Mann hatte wahrscheinlich einige Vertrauensprobleme nach seiner Erfahrung im Wansheng Ordovician Theme Park in China. Man könnte also auch sagen, dass der Mann extremes Glück hatte, dass er seine Schritte nicht falsch gemacht hat. Ich denke, ihr könnt euch denken, was sonst passiert wäre. Nummer 1. Diese beiden Jungs alberten nach einer durchzechten Nacht irgendwo in Dublin, Irland auf der Straße herum. Sie hatten Spaß daran, die Bewegungen von MMA-Kämpfern zu imitieren. Was sie jedoch nicht wussten war, dass ein echter professioneller MMA-Kämpfer in einem Auto vorbeifuhr. Es war kein anderer als Conor McGregor. Und nicht nur das, er nahm sich einen Moment Zeit, um anzuhalten und die beiden Jungs zu begrüßen. Wir können an ihrer Reaktion erkennen, dass sie sehr glücklich waren, als wäre gerade einer ihrer Träume in Erfüllung gegangen. Ich meine, was sind schon die Chancen, dass ihr Lieblings-MMA-Kämpfer plötzlich da vorbeifährt? Hattet ihr selbst schon einmal Glück? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, die wir gemacht haben, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.